Hallo und so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast. Das freut mich unglaublich. Du bist hier gelandet im Podcast Unperfekte, perfekte Ernährung mit mir, Janina Lemme. Und hier geht's darum, dass du dein Essverhalten verstehen kannst und dass du mehr Leichtigkeit im Alltag finden kannst zum Thema Essverhalten. Und ich habe heute ein ganz, ganz besonderes Interview mit der lieben Sophie und ich kann dir nur ans Herz legen, bitte hör dir alle drei Teile an. Wir mussten, weil wir uns so gut unterhalten haben, ist das ganze Ding so lang geworden, dass wir einfach drei Teile schneiden mussten. Und da steckt so unglaublich viel drin. So viele praktische Tipps, die du direkt für dich mitnehmen kannst. Und am Anfang sprechen wir über Sophies ganz persönliche Ernährungsgeschichte, also auch in Richtung Essstörung, also da, sie geht da wirklich sehr, sehr tief und geht auf ihre Emotionen ein. Es ist sehr, sehr persönlich geworden. Und auch wie sie da wieder rausgekommen ist, was ihre Tools waren, wie ihr das geholfen hat, wie es heute so ist. Und sie ist unter anderem neben Coach und Familienaufstellerin, ist sie eben auch noch Fitnesstrainerin. Und es kommen auch immer wieder diese Weisheiten, wo du einfach weißt, boah, die Frau, die hat einfach Ahnung und die weiß, wovon sie spricht. Und im dritten Teil gehen wir auch auf das Thema Familienaufstellungen noch ein. Und falls du noch nie was davon gehört hast, mach dir keine Gedanken. Ich habe auch das erste Mal davon gehört und ich bin auch davon total begeistert. Das ist ein Coaching-Tool, nenne ich es jetzt einfach mal ganz platt, um noch tiefer greifend an deine Ursache zu kommen. Und ich wirklich, hör dir dieses Interview bis zum Ende an und nimm alles mit. Es wird auch sehr, sehr unterhaltsam, das kann ich versprechen. Du wirst immer wieder zwischendrin auch lachen und wir haben uns einfach super unterhalten. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß, jetzt labere ich nicht weiter. Viel Spaß mit Sophie. Hallo Sophie, ich freue mich sehr, dass wir heute hier bei dir am Küchentisch sitzen oder im Wohnzimmer und dass du hier bei mir im Podcast gelandet bist. Hallo liebe Janina, vielen, vielen Dank, dass ich heute dein Gast sein darf. Ja, ich freue mich total. Wir haben uns ja gerade schon auch lange und breit unterhalten. Ja. Eigentlich hätten wir einfach mal das Mikro aufstellen sollen, ja. Aber jetzt starten wir mal. Sophie, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du denn so und was machst du so aktuell? Ich bin Sophie, lebe in Berlin, habe einige Stationen meines Lebens hinter mir beruflich gesehen, bin ganzheitlicher Coach und leite Familienaufstellungen in Berlin und auch deutschlandweit. Also ich mache das Ganze auch online und arbeite nebenbei noch als Fitnesstrainerin ab und an. Kollegin quasi. Kollegin, genau. Aber nur wirklich nebenbei in einem Frauenstudio. So als zweites Standbein und Spaß und Hobbyobjekt für mich ist es das mittlerweile, genau. Ja, cool. Weshalb ich dich hauptsächlich eingeladen habe, ist eigentlich wegen deiner ganz persönlichen Ernährungsgeschichte. Also hier im Podcast geht es ja auch darum, dass wir quasi Essverhalten verstehen und ändern wollen. Mhm. Und da würde ich gerne so ein bisschen tiefer drauf eingehen. Magst du uns da mal mitnehmen, wie das bei dir, wie so dein Essverhalten, deine Ernährungsgeschichte, deine Trouble in der Vergangenheit waren, also das, was du erzählen magst? Ja, also ich war schon als Kind immer das Kind von den Geschwistern, für das man sich schämen musste, weil ja, tatsächlich bei Oma war das immer so, das ist das Kind schon wieder nicht. Also ich habe die Dinge schon als Kind nicht wirklich gegessen. Es war echt, ich war ein absolut komplizierter Esser schon als Kind. So ein Mäkeler. Ja, ich war nicht nur ein Mäkeler, also ich war echt mehr als ein Mäkeler. Ich war wirklich richtig anstrengend. Also ich gebe euch ein Beispiel. Wenn wir Pizza, also bei uns wurde eigentlich immer frisch gekocht und so, aber wenn es dann mal Pizza gab und wir diese bestellt haben, das kam vielleicht einmal im Jahr vor, maximal, dann musste es immer die am bestbelegtesten, teuerste Pizza sein, damit ich dann, wenn die Pizza kam, alles runtergemacht habe und nur den Teig gegessen habe. So war es leider. Was dazu geführt hat, dass mein Bruder immer meinte, du kannst doch auch eine Pizza Margherita nehmen, wo ich meinte, nein, geht nicht. Weil in meinem Kopf war das irgendwie, ging nicht. Also, und ich wollte auch den Käse eigentlich gar nicht essen. Also das, was viele Leute als am besten empfinden an einer Pizza, ist so für mich, ich wollte nur diesen Teig mit diesem bisschen Tomate und durchgesuppt, so als Beispiel. Ich habe ganz viele Dinge nicht gegessen. Die Liste ist sehr, sehr lang. Haben das deine Eltern dann so auch mitgemacht? Oder also wie haben die da eingegriffen oder haben die dich einfach machen lassen?
Meine Eltern haben natürlich versucht einzugreifen, weil das geht ja weiter, ne? Über, ich habe halt keine Tomaten gegessen, ich habe, kein Käse gegessen, ich habe auch nichts Neues groß probiert. Sie haben es immer versucht. Meine Mutter ist eine unglaubliche Köchin. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, gibt ja auch Menschen, die behaupten von den Eltern, die können nicht kochen. Gibt es sicherlich auch, aber meine Mutter hat wirklich immer frisch gekocht. Es gab immer hausgemachtes Essen bei uns, nicht Fertiggerichte. Ich kannte oder bis heute habe ich, glaube ich, ein einziges Mal in meinem Leben ein Fertigkartoffelpüree probiert. Wo ich dachte, um Gottes Willen, nie wieder. Also es gab bei uns einfach wirklich nichts Fertiges. Ja. Das, was heute, wo man wieder zurückgeht, Clean Eating, selber kochen und so weiter, das war bei uns Realität und ist es auch heute noch. Und meine Eltern haben natürlich versucht, dass ich das auch esse. Haben auch immer gesagt, probier mal. Aber ich hatte halt schon immer meinen eigenen Dickkopf und mein eigener Dickkopf hat halt dazu geführt, dass ich eben sehr speziell gegessen habe. Ja. Und am liebsten halt wirklich, ich war schon immer so ein Rohkostesser, so Salat, aber dann auch nur eine Sorte Salat und Gurken fand ich immer super, aber dann halt irgendwie, also bloß kein Dill, keine Petersilie, also alles eigentlich, wo ich heute sage, es ist ziemlich geil, sage ich so, oh Gott, bitte nicht. Und ja, so fing das an und auch wenn man jetzt so, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt oder du, ne, wenn man jetzt bei den Großeltern ist und die Oma macht was und das Kind hat es immer nicht gegessen. Mein Bruder hat sich das dann immer heimlich, der ist anderthalb Jahre älter, auf seinen Teller geschaufelt. Aber ich war wirklich schon immer glücklich so mit trockenen Broten und also so am liebsten ja Trockenbrot und Gurke oder so, ne? Ja, krass. Und am Sonntag halt mal ein Rührei, weil das war halt immer so Erlebnis Papa. Raus in den Garten, Schnittlauch schneiden, Rührei machen mit Papa, war halt immer großartig. Ah, cool, ja. Das waren so die Anker. Und dann ging es irgendwann bergab. Da hatte ich nicht so eine gute Phase, auch emotional. Habe die Schule häufig gewechselt, habe mir so einen Frustspeck angegessen, wurde dadurch gemobbt, gehänselt, war nicht ganz so leicht. Ja. Und habe dann irgendwann für mich entschieden, dass Essen und Liebe gleichzusetzen gilt. Ich weiß nicht warum, das war einfach irgendwann und habe dann halt gesagt, okay, wenn ich eben schlank bin, ne, dann werde ich geliebt und dann bin ich sehenswert in der Gesellschaft anerkannt und wenn nicht, dann halt nicht. Und es endet dann auch in Essproblemen, die nicht schön waren, die einige Jahre gingen, wo ich wirklich ja teilweise ganz unten war auch damit. Also jetzt nicht vom Gewicht her, aber so von der Emotionalität dahinter. Ja. Also so Stress, wirklich, wo ich heute natürlich rückblickend sagen kann, da hatte ich Stress. Also habe ich schlecht gegessen oder mich erbrochen oder gar nichts gegessen oder was auch immer. Und heute kann ich das so sagen, damals habe ich es natürlich nicht verstanden. Heute ist es bei mir ganz anders, da können wir ja später mal drauf eingehen, wenn du möchtest. Gerne. Aber damals war es wirklich so, diesen Zusammenhang auch tatsächlich zu sehen. Ja. Das war schon sehr, ja, sehr krass. Also es war keine schöne Zeit. Wie lange ging das ungefähr? Also ich glaube so wirklich 5 Jahre vielleicht. Dass du wirklich Essstörungen, ich spreche jetzt einfach mal aus, entwickelt hast. Ja, man kann es auch so sagen. Also es waren Essstörungen im klassischen Sinne, so wie man sie kennt. Entweder Essen unterbrechen oder halt gar nichts essen, soweit es geht. Ich kannte all die guten Tricks. Also man muss ja, wenn ich so offen reden darf, man muss ja tatsächlich auch darüber reden, die Bulimiker wissen ja, was sie essen können und was nicht. Ja. Also was ist gut ausbrechbar und was nicht. Also so eine Geschichte. Das ist ja wie so ein. Und vielleicht finden sich draußen auch einige wieder, die das kennen. Deswegen, ich sage jetzt auch nicht, gehe da nicht tiefer rein, weil ich auch nicht möchte, dass Menschen sich daran ein Beispiel nehmen. Das gibt es ja leider auch. Ja. Menschen, die in einer Störung drin sind, können da nicht mehr differenzieren. Aber die haben da ihre Tipps und Tricks. Wie habe ich vorzugehen? Ja. Und das war eine krasse Phase, weil ich das auch mit mir alleine ausgemacht habe. Und auch mit mir alleine bearbeitet habe, also mit mir und meinem Tagebuch. Das war. Aber Tagebuch ist ja schon mal eine gute Sache jetzt grundsätzlich. Absolut, ja. Hat dir das geholfen? Das ist meine Therapie. Ja. Und ich kann jedem Menschen, das habe ich mal in einem anderen Interview auch gesagt, wenn die mich nach Tipps und Tools fragen, wie ich
quasi mich selber, mein Selbstbewusstsein, wie ich meine Geschichte aufarbeite, dann war es oder ist es durchs Tagebuchschreiben. Ja. Ach, also ja, ich habe mit 11 Jahren angefangen, Tagebuch zu schreiben, ja, und habe nie aufgehört. Ja. Nicht mehr so viel wie früher, natürlich, aber bis heute. Hast du da eine bestimmte Vorgehensweise oder einfach quasi alles das, was du gerade fühlst, um es mal wirklich in Sätze zu packen, um es mal zu sehen, um es realisieren zu können? Um was geht's dir da genau, wenn du Tagebuch schreibst? Also früher, das hat sich natürlich über die Jahre auch verändert, ne? Wir werden groß, ich werde groß. Früher habe ich ganz wichtig, also so schreibe ich Tagebuch, ich schreibe immer den Ort hin, wo ich gerade bin. Mhm. Ich habe immer das Datum und immer die Uhrzeit. Mhm. Und meistens noch den Tag. Ja. Das ist so, weil heute gucke ich da rein und ich habe ganz präsent noch Situationen vor Augen und weiß noch genau, ach guck mal, das war der und der Tag oder so. Ne? Also das ist so, das ist mein, so mache ich das. Mhm. Und meistens habe ich ja aus einer Emotion heraus geschrieben. Mhm. Und die Tagebucheinträge waren in den ersten Jahren so, dass sie sehr negativ waren, in der Negativspirale mir selbst gegenüber. Sehr wahnhaft auch geschrieben, also sehr an so einem, ja, fast schon Wahn und sich immer wiederholend. Und dann irgendwann, wenn das aber vorbei war, kam dann der Moment, wo ich angefangen habe, richtig zu denken, sozusagen. Ja, ja. Und halt angefangen habe, die Dinge auseinanderzunehmen. Und das Tagebuchschreiben hat mir insofern eine ganz wichtige Sache bei mir verfeinert, würde ich mal sagen, weil ich glaube, man hat sie oder man hat sie nicht, diesen Rundumblick, diesen Adlerblick von oben, den ich ja im Event, wo ich ursprünglich herkomme, aus dem Eventbereich, den ich da absolut brauche, weil du guckst immer von oben auf die Dinge rauf, im Familienstellen heute auch, du guckst immer von einer anderen Perspektive drauf und den habe ich für mein eigenes Leben mir dadurch bewahrt. Das heißt, ich kann von draußen ganz unvoreingenommen auf mich raufgucken. Ja, richtig gut. Richtig, richtig gut. Das hilft, also das ist ja pure Reflexion in dem Moment einfach. Mhm. Und dadurch kann man dann halt auch einfach super schauen, okay, was war da und da und da und was kann ich jetzt habe ich es in der Hand, jetzt kann ich es ändern auch dann potenziell. Das hast du damals aber dann wahrscheinlich noch nicht so gesehen, oder? Also so in diesem, ich sag mal, wie du es eben formuliert hast, in diesem Wahn geschrieben hast. Hast du es da schon gesehen oder erahnt? Was genau habe ich gesehen oder erahnt? Dass du darin festgesteckt hast, war es dir bewusst? Ja und nein. Mhm. Also ja, mir war bewusst, dass ich in was drin stecke, immer. Ich bin schon immer sehr bewusst mit meinen Themen umgegangen, auch heute auch nach draußen. Also gibt noch ein, zwei andere Dinge, die ich so mit mir rumgelitten habe, quasi, wo ich auch ganz offen mit nach draußen gehe, wenn Menschen mich darauf ansprechen, wo ich auch glaube, ich kann ein Beispiel sein dafür, dass bestimmte Dinge im Leben machbar sind. Mhm. Selbst wenn man mal in dieser Negativspirale feststeckte. Ja. Mir war das schon bewusst, weil ich ja meistens meine Tagebucheinträge danach nochmal gelesen habe. Nicht immer. Mhm. Heute lese ich sie gar nicht mehr. Mhm. Also auch nicht mehr danach. Ich schreibe das, dann ist es raus, dann ist gut. Ja. Ich musste letztes Jahr eine Aufarbeitung machen für meines Lebens quasi, von Geburt bis heute. Mhm. Da habe ich nochmal die Tagebücher rausgeholt und nochmal so ein bisschen reingelesen. Aber eigentlich auch direkt nach dem Schreiben schon, da habe ich nicht mehr gelesen, weil es war dann raus aus meinem Kopf. Ja. Und ich habe schon verstanden, dass die Dinge sich doppeln und habe irgendwann eine Entscheidung getroffen, dass ich da nicht mehr drin stecken möchte. Das heißt, es kam wirklich so von dir, dass du die Entscheidung getroffen hast, so jetzt muss sich der Kurs ändern und jetzt gehe ich dafür los. Ja, irgendwie schon, weil ich halt kein Mensch bin, der gerne sich aufhält an ein und denselben Themen. Ja. Ich hasse es, wenn ich Menschen nach 3 Jahren wieder treffe und die mir den gleichen Scheiß erzählen wie vor 3 Jahren. Heute weiß ich, dass sie nicht anders können. Ja. Und trotzdem versuche ich bin sehr lösungsorientiert schon immer gewesen. Ich habe immer nach Lösungen gesucht. Es gab eine Zeit lang aber in meinem Leben keine Lösung für die Probleme, in denen ich drin steckte. Ja, ja. Die Lösung kam dann, als ich 16, 17, 18, 19 wurde. Mhm. Dann kam die Lösung. Ja. Aber in den Jahren davor gab es keine Lösung. Das wusste ich auch so. Ich habe immer nach Lösungen gesucht. Mhm. Wenn du aber in der Abhängigkeit deiner Eltern steckst, auch wenn ich schon mit 15 angefangen habe zu arbeiten, aber wenn es halt so
ja, wenn du Dinge nicht über öffentliche Institutionen regeln möchtest. Ich wollte halt schon immer ausziehen. Ich wollte schon früh ausziehen. Ich wollte ins Internat. All diese Geschichten. Ich durfte nicht. Ja. Was auch völlig in Ordnung ist heute, aus der heutigen Sicht. Aber das hat mich feststecken lassen in diesen Situationen. Ja. Ich möchte noch gerne an einen Punkt, wenn du drauf eingehen magst, nochmal kurz zurück. Nochmal kurz in diese 3-4 Jahre, wo du in dieser Essstörung auch drin gesteckt hast. Du hast ja am Anfang mal gesagt, du wolltest eigentlich auch, oder du, als du da reingerutscht bist vorher, da gab es auch Mobbing von außen und du hast gedacht, du musst jetzt dünn sein, damit du Liebe erfahren kannst. Hat sich dein Körper da verändert und wie hat das Umfeld reagiert und konntest du, also hat sich das bestätigt mit der Liebe von außen, wenn dein Körper sich potenziell verändert hat? Oder? Nee, überhaupt nicht. Ja, sehr gut. Also nicht sehr gut, aber, ja. Aber der Kern, nee. Welchen Kern hast du da rausgezogen? Also der Punkt war, ich wurde nicht gemobbt, weil ich aussah, wie ich aussah, das weiß ich heute, sondern ich wurde gemobbt, weil ich anders war. Aha. Ja, weil ich immer anders war. Ich war immer die aufgefallen ist. Ich war immer die Sachen gesagt hat, die man nicht sagt. Ja. Ich habe mich immer verhalten, wie man sich nicht verhält. Es war immer schon so. Mhm. Ist auch heute noch so. Heute kann ich das sehr dankbar annehmen, weil ich weiß, es hat mich auch vor vielen bewahrt. Aber natürlich ist es nicht so. Das ist aber der eigentliche Grund, warum ich gemobbt wurde, weil ich halt anders war als die anderen. Und Kindern leider, vielleicht heute nicht mehr, ich wünsche es jedem, der Kinder hat, beigebracht wird, alles, was anders ist, ist schlecht. Ja. Natürlich, rein entwicklungspsychologisch bewahrt uns das vor den Dingen, also Dinge, die uns Sicherheit geben, sind ja die Dinge, die gleich sind. Ja. Wenn dann jemand kommt, der aus dem Rahmen fällt, macht er uns erstmal Angst. Ja. Aber ich wünsche Kindern, die heute groß werden und auch deren Eltern, dass sie das gemeinsam erarbeiten. Mm, ja. Und gemeinsam erarbeiten, dass Menschen anders sind. Und das ist ja heute ein Glück sehr, sehr viel einfacher als damals, wo eben, ich sag mal, eine Internationalität in Schulen auch existiert. Ja. Das war ja damals nicht so. Ja. Ich weiß, wir hatten einen Polen in der Klasse, der war, glaube ich, halb Pole, halb Deutsche. Und ich bin halb Araberin, halb Deutsche. Das war's. Mm. Ja. Das war ja damals ganz anders. Ja. Also zu dem Schluss bin ich gekommen, dass es natürlich nichts miteinander zu tun hängt. Ich hatte aber, und jetzt kommt ein kleiner Schwenk schon in die Zukunft, 2010 eine ganz schlechte Phase. Nochmal, also da bin ich, ja, wenn man jetzt meine Freunde sagt, die reden hört, die würden sagen, ja, da warst du mal wieder essgestört. Ich würde sagen, nein, ich hatte einfach nur eine schlechte Phase. Aber das würde ich jetzt gerne so dahinstellen, weil ich habe halt irgendwie 3 Monate aufgehört zu essen. Das ist natürlich nicht geil, war auch nicht geil. Ich habe von jetzt auf gleich irgendwie 15 Kilo abgenommen. Und zwar so, dass ich es auch nicht gemerkt habe. Also ich guckte irgendwann nur, meine Freundin meinte, deine Sachen passen dir gar nicht mehr. Und ich meinte, Quatsch. Ja. So. Wahnsinn. Und war so. Was war? Konntest du da einen direkten Auslöser auch irgendwie ausmachen? Ja, es gab einen Auslöser. Ich war in so einer, ich weiß nicht mehr, es war ein hartes Jahr. Ja, okay. War einfach ein mega hartes Jahr und ich war irgendwie so ein bisschen mein Weltbild in Frage gestellt und nicht ganz verstanden, was ich hier eigentlich soll. Das war immer so mein Struggle. Wo gehöre ich hin? Woher komme ich eigentlich? Was ist meine Aufgabe in dieser Welt? Halt ein Stück weit. Was viele von mir nicht vermuten, die mich kennen, was ich auch ein Glück durch meine ganze Arbeit und das Familienstellen auch gelegt hat, aber damals war das noch so. Mhm. Und mein oberstes Credo ist halt Ehrlichkeit und ich wurde von einem Menschen, der mir nahe stand, nicht sehr ehrlich behandelt und das war so, das hat mir nochmal so den Rest gegeben und ich konnte einfach nicht essen. Also es war auch gar nicht so, dass ich bewusst gesagt habe, ich esse jetzt nichts mehr, sondern es war einfach, ich konnte nicht mehr. Mhm. Kennen bestimmt viele Menschen. In emotionalen Notsituationen gibt es 2 Alternativen. Entweder man isst oder man isst nicht. Ja. In dem Fall hatte ich mich dazu entschieden, nicht zu essen. Ja. Und das war aber der erste Moment, wo ich in Firmen gegangen bin, in denen ich damals gearbeitet habe und alle meinten, wow. Und auf einmal auch, und das war auch ganz krass, ein Vorstand, für den ich zu tun hatte als Externe, der mich 2 Jahre lang nie beachtet hat, obwohl ich jede Woche in seinem Büro stand und mit seiner Assistentin geredet habe, auf einmal meinte, und wer sind Sie? Und das war der Moment, wo ich wieder in ein Loch gefallen bin, weil ich dachte, ihr... Alles so auf Äußerliches. Ey, sorry, ich gehe seit 2 Jahren hier ein und aus. Ja. Wir kennen uns, wir sehen uns auf Events. Was ist hier los, dass du mich jetzt erkennst? Klar, ich war sein Beuteschema. Ja. Würde ich jetzt mal so grob unterstellen. Weiß ich nicht, um Gottes Willen, ob das stimmt. Ja. Aber...
wurde halt auf einmal gesehen. Und das war schon komisch, weil dann habe ich auch einen Blog-Eintrag verfasst, dem ich geschrieben habe, irgendwie, dass ich das gar nicht, also ich glaube, der Obertitel war, wie mich die Welt sieht oder wie die Welt sich verändert, wenn du auf einmal 15 Kilo abgenommen hast. Mhm. Krass. Da bin ich dann nochmal so differenziert reingegangen. Ja. Aber eigentlich genau. Eigentlich habe ich keine Veränderungen. Ich habe nicht mehr Liebe gekriegt oder nicht weniger Liebe, nur weil ich halt aussah, wie ich aussah oder körperlich aussah. Ich sah halt schlecht aus, wie jemand halt aussieht, der kotzt. Ja. Der sieht halt schlecht aus. Ja. Ich hatte mal 3 Kilo mehr, mal 3 Kilo weniger. Ich hatte nie die typischen Fressanfälle wie andere Leute. Mhm. Also meine Fressanfälle waren nie hochkalorisch in dem Sinne, dass man sagt, ich kaufe alles und bin in einem Wahn, sondern bei mir war es halt häufig auch schon das normale Essen. Was du aber als Fressanfall für dich gedeutet hast quasi. Ja, genau. Krass. Ja. Und wie ging das weiter? Du hast dann 3 Monate nichts gegessen und dann? Dann habe ich angefangen, auch weil meine Freunde sich Sorgen gemacht haben. Komisch. Ich weiß nicht warum. Oh Gott, ich werde diesen Tag nie vergessen, wo ich das erste Mal wieder eine Schüssel Reis essen konnte. Mhm. Einfach weil es dir emotional nicht mehr ganz so schlecht ging? Genau. Okay. Ja. Und dann ging eigentlich das geile Leben los. Mein absolutes Lieblingsjahr. 2012. Ich mit 15 Kilo weniger, völlig neues. Ich bin bis heute auch in diesem Körper nicht angekommen, habe natürlich auch wieder ein bisschen zugenommen. Also so bis heute ist es irgendwie so, ich habe viel Sport gemacht zu der Zeit, was auch gut ist, weil ich Sport brauche, für mich einfach. War da auch noch keine Fitnesstrainerin. Oder 2012 war gerade so der Anfang, glaube ich, 2011 habe ich angefangen. Also es war gerade so der Start. Mhm. Damals auch nur Indoor-Cycling, das hieß so meine Kraftkurse und so habe ich alle noch gemacht. Und ich habe es halt geliebt, einen starken Körper zu haben, weil ich finde, körperliche Stärke bringt dich auch mental in Stärke. Mhm. Und in der war ich absolut zu 100%. Und es war einfach ein mega Jahr. Wir haben eine super Zeit gehabt, meine Freundin und ich. Sind viel unterwegs gewesen, haben das Leben genossen. Es war ein warmer Sommer, wir waren viel draußen. Schön. Feiern, haben uns schön angezogen, sind shoppen gegangen. Also es war ein mega Jahr. Genau, und das Erste, ich habe dann langsam wieder angefangen zu essen, Stück für Stück. Ich habe dann aber nicht, wie man jetzt deuten könnte, also ja, es ist immer die Frage, wie man es sieht. Mhm. Würdest du andere fragen, fragst du 100 Leute, kriegst du 100 Meinungen. Ja. Andere würden vielleicht sagen, ich habe danach immer noch essgestört gegessen. Für mich, ich habe einfach angefangen, viel mehr auf meinen Körper zu hören. Ja. So, ich habe 2 Mal am Tag gegessen, große Mahlzeiten. Mhm. Also, und mit groß meine ich so, dass meine Freundinnen immer meinten, so, boah, krass. Und ich so, ja, aber wenn du um 12 das erste Mal isst, also ich habe eigentlich unterbewusst, heute nennt man es so, intermittierendes Fasten gemacht, ja, ja. 2 Mal am Tag gegessen, dafür große Mahlzeiten. Mhm. Habe dann irgendwie um 4 oder 5 aufgehört zu essen und dann bin abends halt in mein Training gegangen. Und ganz selten habe ich nochmal, als Frau sollst du ja auch gar nicht so viel 7 Tage die Woche intermittierend fasten, weiß ich heute. Habe dann halt wirklich tatsächlich sehr unbewusst, bewusst dann mal einen Eiweißshake, damals noch, heute nicht mehr, aber damals noch. Oder ja, halt mal noch einen Salat abends oder so, oder ein Ei oder was auch immer. Ja. Genau. Hast du dann beim Fasten, hast du das auch bewusst so gemacht, dass du, du hast es unbewusst gemacht, ne? Ja. Hast du die Frage ja vorher schon. Ja, aber total witzig, ne? Wenn man heute darüber nachdenkt, kann ich sagen, ja, ich habe irgendwie schon damals intermittierend Fasten gelebt. Ja. Und es war auch die Zeit, das muss ich auch so sagen, wo es mir persönlich echt am besten ging. Ich komme mit weniger Mahlzeiten besser klar. Ja. Heute nicht mehr ganz gut, aber damals war es wirklich grandios. Ich bin auch kein Snacker. Ja. Überhaupt nicht, auch heute nicht. War ich damals auch schon nicht. Ach, schon mal gut. Ja, macht viel aus. Ja, macht definitiv viel aus. Mhm. Also ja. Snacks macht viel aus. Ihr Lieben, Snacks oder nicht Snacks macht viel aus. Nee, macht wirklich viel aus. Ja. Aber ich habe halt Glück. Ja. Hast du seitdem, du hast ja trotzdem gesagt, naja, von außen betrachtet sah es noch irgendwie essgestört aus. Also du hast jetzt 2 Mal am Tag gegessen, aber du hast große Mahlzeiten gegessen und dadurch, dass du es so instinktiv, intuitiv irgendwie gemacht hast, hast du ja wahrscheinlich auch angefangen zu essen, wenn du Hunger hattest. Ja. Oder? Also für mich hört sich das sehr gesund an. Eigentlich schon, ne? Ja, finde ich auch. Aber natürlich kam ich gerade aus dieser harten Phase und meine Freunde haben natürlich auch begutachtet, was ich da so mache. Ja, klar. Völlig in Ordnung, weil ich auch viel trainieren gegangen bin. Ich habe ja 6-mal die Woche Sport gemacht. Ja. Und 6-mal die Woche Sport halt wir reden hier nicht von 45 Minuten, sondern halt von 2 bis 3 Stunden. Krass. Also
aber dann halt eben so, wie man es heute kennt, ja, dann halt ein Tag Cardio, ja, ein Tag Cardio und Kraft, also zweimal die Woche eigentlich Kraft und den Rest Cardio, also so sehr durchmischt. Ja. Auch mal ein bisschen Spaßkurse, mal so ein Stepkurs oder so, ja, ne? Also halt jetzt, ich sag mal, nicht hardcore im Übertraining. Nee, eben nicht. Ja. Aber natürlich, wenn du aus so einer Phase kommst, sieht es so aus. Sieht es so aus. Ja. Ja. Krass. Das ist die Gefahr. Ja. Und wie ist es, wie hat es sich dann weiterentwickelt? Wo bist du im Moment so? Also, gute Frage. So, hier eine kurze Unterbrechung. Den zweiten Teil, den gibt's dann morgen. Bis morgen.